So, herzlich willkommen, liebe Mitglieder, Trainierende oder Interessierte an sportlicher Aktivität. Heute mal aus dem Bodyfit in Damme. Ich habe den Dennis dabei, mit dem möchte ich euch heute ganz gerne einmal zeigen, wie man, wenn man in der glücklichen Lage ist und zu Hause ein Step zur Verfügung hat, Step machen kann. Wenn man leider keins da hat, wird Dennis zeigen, wie man dennoch sich wunderbar und effektiv bewegen kann. Und ich denke, wir legen jetzt los. Ganz und ganz, Applaus. Noch vier, noch drei. Wir starten mit ganz einfachen Sinneliede. Mambo, shout.
geht auf die Lange. Ja? Nur Symmetrie. Ihr bleibt mit Dennis' Symmetrie und schaut. Repeater rein. Schaut zweimal mehr. Achtung. Achtung. Around. I'll say. Sehr gut.
Arm ist so hochgesteppt. So. Ah. Ja, aber der Rest ist das Hip. Das habe ich hier eins geschnitten, nämlich auf das Sportbahn. So. Wir müssen jetzt so ein bisschen aufgewärmt sein, oder? Würde ich sagen, können wir loslegen, oder? Vier mehr. Drei mehr. Zwei mehr. Mambo, Chassé. Mini Mambo, 4, 3, 2, Singly. Mambo, Chassé. Mini Mambo, 4, 3, 2, Repeater. Repeater, 3. March around. 4. Also, up, tip, down, down. So. Das wollte ich auch, weil der ist ein bisschen ins Schwitzen bringen. Ja. Eine kleine Geschichte nach der Woche. Geht mir nur. Ihr macht das weiter, weil der nicht braucht jetzt auch ein bisschen um zu gucken. Scheiß, manchmal bin ich ein bisschen gemein. Nur scharf. Eins, bam. Eins, bam. Komm jetzt. Läuft das bei euch zu Hause auf? Ab, tick, genau, genau. Das sieht unser neuer Repeater im zweiten Block. Probieren wir einmal aus. Nur Teil 2. Nach 4, 3, Repeater mit Variation. Maschinen das Step. Repeater mit Twist. March. Foul. Up, tip, down, down. So. Ich gehe davon aus, dass das bei euch allen zu Hause funktioniert hat. Deswegen starten wir. From the top. Mambo, Chassé. Mini Mambo. 4, 3, 2, 3. Mambo, Chassé. Mini Mambo. 4. Achtung, Achtung. Repeater. Mambo, Chassé.
aus, gell? Repeat a twist. March out. Wir marschieren locker Platz. Ganz easy, step touch, single. Cool, ja. Ich bin zwei. Vier mehr. Zwei noch. Maschine.
Basket. So, ich denke, da kann jetzt der eine oder andere Osterhase ruhig wieder kommen. Wir würden jetzt gleich noch einen kurzen Stretch mit euch machen. So, wir mögen uns einmal über die Bauchlage in den vier Füßen bewegen. Ziehen hier den Rücken erst einmal ganz rund nach oben. Kommen in die gerade Position zurück. Stellen einen Fuß auf der Fußspitze ganz weit nach hinten auf und drücken die Ferse ganz intensiv nach hinten durch. Kommt zurück, zieh den Rücken ganz rund nach oben. In die gerade Position zurück. Wir können den anderen Fuß auf der Fußspitze nach hinten abstellen. Und langsam zurück. Wir stellen einen Fuß ganz weit vorne auf. Schieben uns ein kleines bisschen nach vorne und nehmen beide Arme ganz weit nach oben aus. Wieder lösen, wechsle das Bein, Arme wieder schön nach oben raus, langsam zurück und wir gehen noch einmal in die Bauchlage, greifen den Fuß. Zieh uns hier schön lang nach vorne raus und heb den Oberschenkel ganz leicht vom Boden ab. Langsam wieder löse, wechsel die Seite. Schön den Oberschenkel ein kleines bisschen anheben, weil dadurch dehnst du den vorderen Oberschenkel. Kurse sage ich immer, da kann nichts reißen. Das sind vier Stränge, wenn weiß maximal einer. Ja. Schön den Oberschenkel ein bisschen anheben. Und langsam wieder lösen. Wir stützen uns auf, setzen uns hinten auf die Fersen, lassen die Arme ganz entspannt vorne. Ein schönes und besinnliches Osterfest. Vielen Dank.